Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Giga Gameplay. Wir meiden heute erfolgreich die Sonne und spielen stattdessen lieber das etwas brutale Point-and-Click-Thriller-Adventure Gods Will Be Watching. Viel Spaß. So, das finde ich sieht schon mal irgendwie sehr, sehr sympathisch aus mit diesem Pixel-Look. Ich mag auch die Atmosphäre so ein bisschen, so, weil es so an diesem Lagerfeuer, das ist immer gleich schon so eine schummrige Atmosphäre, bevor es überhaupt losgeht. Ich erinnere das hier total mit diesen stachsigen Figuren an Swords and Sorcery. Stimmt. So, wir legen jetzt los. Und spielen auf Original. Ja, man kann da noch easy auswählen. Aber wir machen mach mal Original. Ich habe das gestern schon mal so eine Viertelstunde gespielt und hatte. Ach, das ist ja Startbildschirm hier. Ja, hatte reichlich Spaß mit Original. Ich bin also nicht so. Ich habe es nicht wirklich geschafft am Anfang auf Original. Ich habe es dann auf easy gespielt und fand es immer noch schwer. Es ist echt nicht einfach. Ein Schreibfehler drin, kann das sein? Ja, muss man dazu sagen, das ist die Preview-Version, die wir jetzt gerade spielen. Also das Spiel ist noch nicht raus, sondern kommt am 24. Juli, also so in etwa 2 Wochen raus. Okay. Und der Entwickler hat auch jetzt darauf hingewiesen, so wir können das schon spielen und wir können euch das auch schon zeigen. Und gerade weil das halt so viele interessiert, haben wir gedacht, wir spielen da einfach mal rein. Aber das ist noch eine Version, wo halt durchaus noch mal ein, zwei Rechtschreibfehler drin sein können und so. Das wird wohl noch ausgebessert. Also scheinbar haben die hier Probleme mit irgendeiner Organisation und sind so halb auf der Flucht. Genau, ich glaube, es geht irgendwie darum, dass jetzt da... Sinolifa, ja, genau. Das ist so ein bisschen so die Organisation, um die sich das Ganze dreht. Und das ist irgendwie, ich habe da vor ein paar Monaten oder so kam mal ein Trailer und habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, dass es recht gut ankam, weil es halt wohl so recht brutal sein soll. So ein bisschen im Stile von Hotline Miami und dem Film Drive, wer den kennt. Okay, also es geht quasi um eine Organisation, die versucht, Alienleben zu retten, habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder zu befreien? Ja, es kann sein, es geht um irgendein Virus oder so. Kam der schon? Das kommt auf jeden Fall gleich. Jetzt habe ich schon gespoilert. Verdammt. Das ist, glaube ich, nicht so schön. Also es ist jetzt erstmal nur so ganz kurz so bla bla bla, ja. Also Geschichte und so. Und dann, wie gesagt, ich habe ja schon mal kurz reingespielt. Es gibt halt so verschiedene Szenarien, in die man geschmissen wird. Mhm. Und dann muss man da so ein moralisches Dilemma lösen. Also wie komme ich da raus, ohne möglichst irgendwie, jemandem weh zu tun, jemanden umzubringen. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Also es ist halt dieses typisch Experimentelle, ne? Ja, genau. Und es sieht halt aus, wie es aussieht. Genau, das ist das erste, stand ja gerade Chapter One, das erste Szenario. Also muss man sich es eher vorstellen, wie, weil du es gerade schon so gesagt hast, einzelne Szenarien, die nacheinander abgespult werden? Genau, oder? Die aber trotzdem alle irgendwie zu dieser Geschichte eben gehören. Also ich schätze mal, ich habe es ja noch nicht so weit gespielt, ich schätze, das führt so am Ende ein bisschen darauf hin, dass... warum die halt da alle sitzen an dem Lagerfeuer. Mhm. Also dass wahrscheinlich so die einzelnen Geschichten erzählt werden. Kann ich mir vorstellen, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Okay, werden Leute als Geiseln gehalten, die fangen hier an zu hacken? Das ist eigentlich normal, dass da hinten auf unserem Bildschirm immer noch der Startbildschirm zu sehen ist. Das ist egal, solange der Aufnahmeknopf okay. da ist. Hoffe ich. Wenn nicht, hups, das ist nochmal machen. Genau, das sind auf jeden Fall so einzelne kleine Szenarien und das habe ich gestern. Medusa-Virus. Genau, und das habe ich gestern gespielt und ich glaube, ich habe bestimmt 45 Minuten gebraucht oder so. Ja. Obwohl das eigentlich ein total kurzes Szenario ist, wenn man weiß, auf was man alles achten muss, dann hast du das irgendwie theoretisch in 5 Minuten. Ja. Aber man muss halt so oft so rumprobieren, um dann erstmal so die verschiedenen Sachen rauszukriegen. So, was beeinflusst die Situation wie und wenn ich das mache, was passiert dann und so. Und das sind so Sachen, die du halt erst mit der Zeit irgendwie rausfindest. Also das macht es halt irgendwie ganz spannend, fand ich. Also sind die Situationen auch wirklich auf ganz viele Arten anzugehen sozusagen. Ja, genau. Aber angeblich, laut Entwickler, kann man es durchschaffen, ohne auch nur eine Person umzubringen. Das soll möglich sein. Ach so. Das ist also schon mal gestern, nicht so einfach. Nee, ich hatte gestern echt durchaus, also da unten sitzen ja 4 so Hostages, ja, hier, wie heißt das noch auf Deutsch? Meine deutschen Wörter Geiseln. Fehlen mir heute. Geiseln, genau. Da sitzen 4 Geiseln und du kannst es schaffen, dass die halt alle da sitzen bleiben, aber du kannst es halt auch schaffen, dass alle tot sind, du kannst es auch schaffen, dass die alle fliehen. Also es gibt so ganz viele unterschiedliche Sachen, die sich gegenseitig irgendwie beeinflussen. Mach ich jetzt schon irgendwas? Du bist der Typ. Ich bin der Guard. Du kannst jetzt halt durchklicken, einfach die anwählen und dann verschiedene Sachen auswählen.
trade? Was kann ich denn traden mit denen? I'd like to trade one of those filthy scientists live. Du bist ja freundlich. Ich habe dir immer gleich angeschrien. Ja, ich dachte erstmal, schreien ist so noch das Netteste von allen nicht so netten Sachen. Naja, vor allem, weil sie ja bestimmt wirklich dann irgendwann versuchen abzuhauen. Ja, wenn sie zu calm sind, wenn sie sich zu sicher sind, dann hauen die halt ab. Aber was ist denn du kannst den aber auch jetzt direkt theoretisch auf Shoot, kannst du halt auch den gleich das Gesicht wegschießen. Ne? Ja, aber warum sollte ich das denn wollen? Natürlich willst du es nicht, aber es geht. Ich muss ja hier warten, bis das hier fertig ist, dass sich nicht bewegt, weil das hier ein schlechter Hacker ist. So sieht's ja, du aus. Musst was machen, damit sich das bewegt. Also wenn ich das jetzt mache, dann tausche ich quasi einen von den Geißeln gegen irgendwie letzte Medizin, das verstehe ich nicht so ganz. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert, das Trade, das habe ich gar nicht gemacht. Ich frage nach Medizin. Ah, okay. Also geben die dir, glaube ich, Medizin und du gibst dafür eine Geisel ab. Okay. Weil wenn du weiter, du kannst noch weiter nach links und rechts, da sind auch noch jeweils eine Szene. Links ist noch so ein Breakroom, wo du die hinschicken kannst, damit die sich noch ein bisschen beruhigen, wenn sie jetzt gar nicht mehr klarkommen, weil du irgendwie vielleicht dem Typen vorher den Kopf weggeblasen hast. Und ganz rechts ist... Ich kann ja aber nicht wirklich interagieren mit dem Zeug, ne? Das ist nur, um die da hinzuschicken. Mhm. Gibt dann auch nochmal so Sonderachievements, dass wenn du den Breakroom gar nicht benutzt und so, dann kriegst du nochmal besonderes Artwork freigeschaltet und so. Und rechts ist die Polizei, die dir halt auf die Pelle rutscht. Rückt, ja. Ja. Und das ist halt auch uncool, weil das willst du ja nicht. Das wäre ja blöd. So, das ist Charmin. Ah, das ist nicht Perspektive. Okay. Also ich gebe dir mal einen Tipp. Das ist ja weird. Sprech mal mit ihm und hack mal die Kamera. Ja, Moment. Und mach mal den Korridor, weil dann hast du da oben immer im Blick, wie weit die Polizei halt gerade irgendwie schon nah ist. Ja? Also das heißt, wenn du merkst, dass sie zu nah rutscht, kannst du zum Beispiel mit dem unten reden, der davor hockt mit der Waffe und kannst ihm halt sagen, er soll mal ein paar Mal auf die schießen, damit die halt wieder zurückgeht. Genau, aber der Kern deiner Aufgabe ist jetzt halt eigentlich diesen Boost quasi hochzutreiben und möglichst die Security dabei nicht auf Null zu kriegen, um dann, klick mal auf den Schaman. Moment, ich muss sie erstmal anschreien. Das ist wichtig. Ja, dass sie die sitzen sind schon so mit dem Bein da, ist schon ein bisschen zu locker. Ernst. Ach so, das hat schon was zu Genau, du zu kannst bedeuten. Diesen Hackboost, Charge Hackboost, dann... Macht er das? Oh, Security. Aber da kommt halt oben die Polizei halt gleich näher, ne? Ach so. Ist das weird? Das sind so Spielsituationen, die hat man normalerweise nicht. Ja, man muss da halt so ein bisschen dann immer drauf achten. Ja, also kann ich den. Ach nee, ich kann ihm sagen, er soll angreifen. Genau, kann ich ihm sagen, er soll angreifen. Gehen oder die dann kann so ein bisschen den... zurück? Nee. Ja, doch, genau. Wenn er so auf die schießt, gehen sie zurück. Und wenn du sagst, negotiate, dann bleiben sie irgendwie zwei Runden lang oder eine Runde lang stehen, wenn du irgendwas machst. Gut. Aber jetzt aber du merkst ja halt, nicht weiter hier. Ja, musst du, glaube ich, ich glaube, du musst reinforce security machen, weil dann ist halt die Sicherheit halt runtergegangen. Okay. So, und du merkst halt, es hat so unterschiedliche Abhängigkeiten irgendwie. Und das ist halt irgendwie ganz schön, da so ein bisschen rauszufinden, so was kann ich denn machen, um da jetzt den Idealweg irgendwie hinzukriegen, möglichst alle irgendwie am Leben zu halten. Naja, einen habe ich ja schon mal gehen lassen. Kotzen die immer oder was soll es sein, sollen die Blut spucken? Genau, und du kriegst auch Tipps irgendwie. Ich glaube, von dem Blonden kannst du dir noch Tipps holen und so. Der sagt dir dann zum Beispiel, dass der in der braunen Jacke der Leader ist. Mhm. Und dass wenn du dem irgendwas antust oder dem irgendwas sagst, dann beeinflusst es die anderen zum Beispiel. Okay. Achso, der gibt dir quasi... Ja, so ein bisschen das Tutorial. Green Actions. Das habe ich auch noch nicht verstanden, was Green Actions und Red Actions sind. Okay. Aber ich finde das vom Szenario halt ganz cool. Also ich bin da echt total gespannt, was da kommt, weil das... Die zweite Szene ist eine Folterszene, die ein bisschen an diese Trevor-Szene aus GTA erinnert, das auch echt hart ist. So. Also ich habe da teilweise gestern echt recht betroffen gesessen und gedacht so, oh, krass so. Und ich glaube, das Spiel... Hey! Shoot! Greift er sie jetzt auch an? Ja, er schießt jetzt automatisch auf sie, aber
Niemanden, nicht? Die ist weggelaufen. Er hat nicht getroffen. Du kannst manchmal, bei mir war es gestern so, wenn die weglaufen, hast du manchmal die Option Kill oder Free, da kannst du sie freilassen oder selbst töten. Okay. Ich sollte hier mal ein bisschen kicken, dass die hier nicht abhauen. Aber du bist auch so ein Netter, ne? Wieso? Ja, ich will ja nicht, dass die... Ja, du kriegst immer am Ende, wenn du halt verlierst, kriegst du so eine Zusammenfassung, wie ob du halt eher so friedlich warst oder nicht friedlich. Und ich habe die halt auch immer getreten und angeschrien, weil ich dachte, das reicht ja. Also ich muss ja nicht gleich jemanden erschießen. Und ich habe am Ende immer dieses Fazit bekommen, dass ich doch recht nett agiert habe. Also man kann scheinbar auch, du kannst den auch ins Bein schießen und den dann halt zwei Runden später halt einfach wieder zusammenflicken. So. Oder halt auch einfach mal jemandem den Schädel weg. Aber ich warte jetzt wirklich, bis das hier links voll ist? Nee, du wartest nicht. Du musst halt, das ist halt das, du musst es halt rausfinden, was du machen musst, damit es halt hochgeht. Das können wir ja nicht machen, ne? Dass die dann hier... Der ist jetzt halt hops gegangen. Oh, jetzt habe ich versehentlich geskippt. Also ich habe das, glaube ich, auch bestimmt 10-12 Mal das ganze Szenario gemacht, bis ich dann erstmal überhaupt geschafft habe. Und ich habe voll auf easy runtergestellt, weil es halt gar nicht ging. Ich gebe dir nochmal einen Tipp, du musst mit dem Schaman... Ah, jetzt geht der ja auch. Ja, toll. Haben wir gar keine mehr. Oh. Was zum Teufel? Pixelgewalt. Aber im Grunde genommen... Man kann es immer noch schauen, oder was? Nee, du kannst es eigentlich jetzt nicht mehr schauen. Ich glaube, wenn du jetzt noch eine Aktion machst, danach... Genau, sagen sie jetzt, ihr habt jetzt keine... Ach so, jetzt kommen sie rein. Genau. Aber wir machen das jetzt nochmal und dann sage ich, gebe ich dir nochmal Tipps. Okay. Da siehst du jetzt halt so ein bisschen so deine Zusammenfassung, so Walking Dead-like. Was hast du geschafft, was hast du nicht geschafft? So, das war's mit Gods Will Be Watching fürs Erste. Wir haben die Situation nochmal probiert. Dort unten könnt ihr euch noch Teil 2 dieses Giga-Gameplays angucken. Vielleicht schaffen wir es ja da, vielleicht allerdings auch nicht. Ihr könnt in der Mitte euch die letzte Folge Giga-Secrets angucken und auf der anderen Seite kommt ihr zum Independence-Play. Da seht ihr ganz viele andere Indie-Spiele, die ihr unbedingt auf eure Watchlist nehmen müsst. Ciao. Tschüss.